So meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr habt es im Titel schon gelesen, heute fliegen wir in den Iran, in meine Heimat und da nehme ich euch wirklich komplett mit auf die Reise. Denn über den Iran sieht man sehr, sehr wenige Videos, deshalb nehme ich euch auf jeden Fall mit auf der ganzen Reise. Zeige euch mal das ganze Land, die Kultur, was dort abgeht, was dort anders ist, denn es ist wirklich sehr, sehr vieles anders als hier. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Und Jungs, jetzt ganz ehrlich, es ist ja wirklich immer dasselbe bei Ausländern, Mann. Ich reise mit meiner Familie und die haben alle so viel Gepäck und dann wird da immer davor gewogen und umgepackt und links und rechts und dann Gepäck von der Tante noch mitnehmen, von dem Onkel, von dem Cousin, für den noch Medikamente mitnehmen. Oh Gott, es ist wirklich immer dasselbe. Ich pack's nicht. So, meine Freunde, jetzt im Flieger angekommen, 10 Gepäckstücke eingecheckt. Alter, 10 Stück, das hat allein schon gedauert. Aber jetzt ist gleich Abflugszeit, 4 Stunden geht der Flug, also ab geht's. Gut, meine Damen und Herren, wir sind gelandet in Teheran. Wie man hier unschwer erkennen kann. Alle auch schon mehr oder weniger am Kopftuch tragen. Das Interessante hier jetzt am Flughafen ist, wir holen jetzt unser Gepäck. Und das ganz Interessante ist, dass man hier jedes Gepäckstück, was man abholt, extra screenen lassen muss. Ja, weil normalerweise holt man sein Gepäckstück und verlässt einfach den Flughafen. Aber hier ist es so, man holt es ab und muss es extra screenen lassen, weil die schauen ja hier nach, ob Alkohol drinnen ist und so weiter. All solche Sachen, Schmugglerei, dies, das, das wird hier sehr, sehr streng kontrolliert und dann ziehen sie auch schon auch öfters, nicht Stichproblematik, stehen sie auch öfters Leute raus und kontrollieren dann die Koffer, schauen rein. Man darf ja keinen Alkohol hier mitnehmen, hier gibt es auch keinen Alkohol zu kaufen und so weiter. Ja, wie gesagt, hier ist alles wirklich komplett anders. So, meine Freunde, jetzt gelandet und schon in der Stadt am Start. Wir sind in Karaj wohnhaft. Das ist in der Nähe von Teheran. Die eine Familienseite wohnt in Teheran, die andere in Karaj und so weiter. Das ist so eine halbe Stunde entfernt von der Hauptstadt. Und ich bin ja auch mit meiner Oma hier und meine Oma war jetzt 2 oder 3 Jahre nicht mehr hier. Und die ist wirklich schockiert von den Preisen, die war gerade einkaufen und die packt es nicht, weil die Wirtschaft im Iran ist wirklich, wirklich tot, also so kaputt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie hat Frischkäse, was sie damals um 5000 Toman sozusagen gekauft hat, hat sie jetzt 80.000 zahlen müssen. Also wo sie die Rechnung sehen, hat sie halluziniert, weil sie das nicht glauben kann. Das ist wirklich krass hier und hier sieht man eben auch die ganzen Menschen und Kinder am Arbeiten hier. Zum Beispiel, das ist wirklich komplett normal. Wir haben jetzt auch schon 23 Uhr, jetzt holen wir uns auch nur mal was zu essen. Morgen müssen wir schauen, dass wir uns VPN klären, einen VPN-Server. Ja, ihr wisst, also das wisst ihr nicht, in Iran kommt man ja mit dem normalen Internet nirgendwo rein. Kein Instagram funktioniert, kein WhatsApp, kein YouTube, nichts, all dieses Zeugs funktioniert, ist alles von der Regierung hier gesperrt. Deshalb muss man sich immer VPN-Server klären und mit diesen VPN-Servern kommt man dann ins Internet rein, man klärt sich quasi Server von Deutschland oder von wo auch immer von der Welt und über die geht man dann quasi ins Internet rein und hat dann Zugang eben zu WhatsApp, YouTube und so weiter. Jetzt aktuell bin ich komplett offline, ich habe zwar Internet, aber ich komme nirgendwo rein, also es ist quasi nutzlos. Ja, voll krass auf jeden Fall. Und was hier auch komplett anders ist, ich muss extrem vorsichtig sein und aufpassen, ich kann nicht überall filmen, nicht überall Handy auspacken, ihr könnt hier auch nicht einfach so im Auto am Handy sein als Beifahrer und Fenster unten haben. Wirklich, die Leute hier leben am Limit, wirklich, die tun alles für Geld, die haben kein Geld, die Wirtschaft ist hier tot und da kannst du nicht einfach so ein iPhone auspacken und im Auto damit hocken, weil da fährt ein Motorradfahrer vorbei, schnappt das Handy aus und das war's, das siehst du nie wieder, genauso wie hier jetzt gerade, wie ich mit der Kamera hier filme. Sehr, sehr gefährlich, man muss sehr vorsichtig sein und deshalb muss ich da auch sehr, sehr aufpassen, wo ich wie filme. Neuer Tag, neues Glück, ich sitze jetzt im Auto und was besonders auch hier an Iran ist, die haben ja ihre eigenen Automarken. Ihr seht das hier zum Beispiel, das ist Samant, heißt das. Die gibt es auch wirklich nur in Iran. Die ganzen Autos hier gibt es teilweise gar nicht sonst auf der Welt. Eben wegen diesen ganzen Sanktionen war dann das Land quasi gezwungen dazu, eigene Autos und so weiter zu bauen. Weil man kann keine Autos importieren aus dem Ausland und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr kritisch hier das Ganze. Und das schon, seitdem ich denken kann, ist das so. Deshalb baut Iran die eigenen Autos, eigene Motoren und so weiter. Also wirklich alles, alles eigenständig. Und hier Autofahren, kann man sich vorstellen, ist wirklich was komplett. Also wirklich, wenn ihr Istanbul oder so schon mal wart. Und hier Autofahren, kann man sich vorstellen, ist wirklich was komplett anderes nochmal. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen mit, auch nicht mit der Türkei, finde ich. Das ist wirklich, die Leute fahren wirklich irgendwie. Also hier gibt es wirklich nicht mal Ampeln, hier gibt es keine Zebrastreifen, die irgendwer beachtet oder sonst irgendetwas. Also hier fährst du wirklich, wie du willst, intuitiv. Und es klappt aber, finde ich, viel, viel besser als wie in Österreich oder Deutschland oder sonst wo. Weil alle schauen aufeinander, alle, es sind nicht, wir sind zu viele Regeln, sind auch nicht. Und hier gibt es ehrlich gesagt einfach gar keine Regeln. Es gibt keine Vorrangsregeln, keine Stoppschilder oder sonst irgendetwas. Aber jeder schaut auf sich, man klärt es irgendwie mit den Blicken ab. Man weiß genau, was macht der andere jetzt, was ist der nächste Schritt. Kommt er nicht, lasse ich ihn fahren. Man findet jede Lücke, man benutzt jede Lücke auch.
als wie bei uns, ihr wisst es, man hat seine Linie, man hält seine Spur, der hat seine Spur, ist ja alles schön und gut. Aber jetzt hier seht ihr es auch, ich stehe mitten hier auf der zweiten Spur, jetzt schon seit, ich weiß nicht wie lang, seit 5 bis 10 Minuten. Kein einziger hat gehupt, kein einziger hat dumm geschaut, kein einziger interessiert es auch nur. Es ist komplett normal, man hält einfach mal kurz, man geht hier kurz was erledigen, kommt dann wieder her. Solange man keinen stört, ist alles gut. Und ja, bei uns aber würde ich dasselbe in Wien tun, obwohl nichts los ist und ich keinen behindere, hätte ich 5-mal schon den Vogel gezeigt bekommen. Wahrscheinlich hätte eine Oma mich angezeigt und die Polizei angerufen. Also ja, das sind so die Seiten, die hier halt schöner sind und einfach angenehmer sind. Und ja, Jungs, was gibt's noch Interessantes hier für euch zu erzählen? Ja, habe ich ja schon gesagt, die Frauen müssen alle Kopftuch tragen, Mantel und so weiter. Also wirklich, sie müssen. Ja, also das ist jetzt kein Witz. Was noch? Die Herren, also wir können nicht mit Shorts rausgehen. Wir müssen auch immer eine lange Hose anhaben. Sonst, was noch interessant hier ist, alles ist getrennt, wirklich alles. Kindergarten, Jungs und Mädchen sind getrennt, Schule, Jungs und Mädchen sind getrennt, Unis. Es gibt keine Freibäder, weil sonst könnten die Jungs von oben auf die Mädchen schauen, ne, vom Zaun quasi. Gibt es auch keine Freibäder, natürlich Bäder und so weiter sind auch getrennt. Also hier ist wirklich alles voneinander getrennt, von Jungs und Mädchen. Allgemein gesehen kann man sagen, dass es hier schon viel, viel angenehmer ist, das Leben von den Regeln her. Wisst ihr, es ist alles viel angenehmer, die Leute sind viel höflicher, viel netter, viel freundlicher. Also in Wien, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die unfreundlichste Stadt der Welt, das ist wirklich so. Hier sind die Leute sehr herzlich, sehr nett, sehr lieb. Keiner nervt dich, wenn du mal hier so stehen bleibst, wenn du mal dort stehen bleibst. Es gibt nicht so viele Regeln zu beachten, das finde ich wirklich, ist der Cheatcode einfach. Das nervt mich so unnormal. Mal in Wien und allgemein in Europa, diese ganzen Regeln und das darfst du nicht und dies darfst du und das darfst du nicht. Man sollte das Leben auch ein bisschen lockerer nehmen. Klar, hier wiederum muss man sagen, es gibt einfach zu wenige Regeln. Ja, das ist wirklich auch nicht gut. Aber zu viele Regeln sind auch nicht. Am besten, man braucht so eine Mitte, wisst ihr? Was noch interessant ist, in Iran dürfen keine Dieselmotoren fahren, außer LKWs und Traktoren natürlich. Aber normale PKWs dürfen keine Dieselmotoren haben. Alles Benziner aufgrund der Abgase, Umwelt und so weiter. Weil jetzt ist schon die Luft hier wirklich Katastrophe, die Luftqualität. Wenn dann noch Dieselmotoren hier rumfahren. Alter, ich will gar nicht wissen, wie das hier aussehen würde. Und hier seht ihr es eh, Alter, kein Pickerl, nichts, hier Heckleuchte, das ist noch gar nichts. Das ist ein ganz normales Auto eigentlich. Das ist noch gar nicht so kaputt und hinüber. Ne, normalerweise die Autos, wenn ihr wissen würdet, wie die aussehen, die Blinker funktionieren nicht, die haben blaue Abblendlichter, was weiß ich, die fahren hier rum, wie sie wollen. Also das ist echt teilweise geil zu sehen auch. Und man liest ja immer wieder, Leute wollen nicht her, es ist gefährlich und oh mein Gott, vielleicht passiert hier einem was. Also ich kann es euch ganz ehrlich sagen, gefährlich ist es hier nicht. Man muss sich einfach nur bewusst sein, wo man ist. Man ist halt einfach in keinem europäischen Land. Man kann nicht einfach so alles hier machen, man kann sich nicht alles erlauben. Hier gibt es sehr, sehr wenige Touristen. Ihr fällt es wirklich auch auf als Tourist, wisst ihr, weil hier kommen nicht so viele Touristen her. Ihr könnt nicht einfach so ein iPhone hier auspacken. Alter, das ist so, wenn ihr nach Brasilien oder so fliegst in die Favelas, könnt ihr auch nicht einfach so mit dem iPhone dort rumlaufen. Es ist halt einfach gefährlich, weil ein iPhone ist sehr viel wert und so weiter. Das muss man sich alles halt einfach bewusst sein und ein bisschen vorsichtiger agieren. Deshalb bin ich hier auch immer vorsichtig, wo ich filme, wie ich filme. Und die Leute sind das auch nicht gewohnt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier in den Brotladen reingehe und die Kamera davor halte und beginne zu filmen, dann denken sich, was geht hier ab? Bei uns ist das mittlerweile normal, weil es tausende Influencer gibt und TikToker und Vlogger und was weiß ich was, dass man hier überall filmt und Fotos macht und Insta-Stories. Hier, Alter, die interessiert das alles nicht. Die wissen das gar nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier tanken und Junge, ihr wisst ja nicht, wie viel der Sprit hier kostet. Also ihr müsst denken, 1 Euro sind ungefähr 50.000 und 1 Liter Sprit kostet 1.500. Ja? 1.500 kostet 1 Liter Sprit. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich kann das gar nicht umrechnen in meinem Kopf. Sind das 10 Cent, 5 Cent, 3 Cent? Irgendwie sowas. Seht ihr das, wie er sich studiert? Er schaut es sich wirklich ganz genau an. Welche könnte gut sein, welche könnte schlecht sein, welche fühlt sich gut an? Einmal draufklopfen. Junge Legende. Ja, ich habe gerade für dieses Eis und für das Wasser 30 Cent bezahlt. Alter, das ist jedes Mal das Neue so geisteskrank. Hier seht ihr es, die Kreuzung regelt sich einfach von selbst. Es sind keine Ampeln, gar nichts. Der fährt einfach. Alle fahren, wie sie wollen. Okay, Jungs, hier mein persischer Cousin auch am Start. Und wir sind jetzt hier Leber am Essen. Hier der Bruder mitten auf der Straße am Zubereiten. Richtig geil, Leber, Magen, alles gibt es hier zu essen. Das isst man hier wirklich auch, schmeckt auch richtig geil und das wird jetzt auf jeden Fall zerfetzt. Charlie, oder?
Oh mein Gott. Genau das ist es, weshalb ich dieses Land liebe. Ich bin hier einfach nur unterwegs. Das funktioniert hier nicht mehr. Ja, wo man das reinsteckt, im Zigarettenanzünder, zum Handy, zum Laden, funktioniert auf einmal nicht mehr. Ich fahre einfach hier rechts ran an so eine Werkstatt. Der Bruder sitzt hier gerade am Mittagessen wahrscheinlich. Und ich frage ihn, ja, kann er mir da helfen? Kann er sich das mal kurz anschauen? Er sagt, ja, ja, kein Problem. Er kommt her, schaut sich das an. 2 Sekunden macht er ein bisschen zapp, zapp, zapp. Und dann frage ich ihn, ja, was magst du haben? Weißt du, was kostet das? Nix hier mit Rechnung, Mechnung, bla bla. Wisst ihr selber, wie das bei uns wäre. Die schreiben dir eine Rechnung und Arbeitszeit und so. Er hat gesagt, gib mir Trinkgeld, was du haben, was für dich genug ist, wisst? Und ich wollte ihm 100 Tom angeben. Das sind umgerechnet 2 Euro, ja. Aber hier ist es halt viel Geld. Und ich dachte mir, ich weiß ja nicht, was hier Trinkgeld ist, was nicht. Ich gebe ihm 100 Tom an. Er sagt, nein, nein, das ist viel zu viel, viel zu viel. Gib mir nur 50, passt schon. Weil hier ist für die ist 50 ja auch schon viel. Ich meine, er hat ja auch nur 2 Minuten gearbeitet, aber für mich, Alter, 2 Euro sind ja nicht, ist ja kein Geld. So. Und dann hat er gemeint, nein, nein, 50 reicht, das ist viel zu viel. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, weil du so ehrlich bist, weil ich bin nicht von hier, nimm die 100, gönn dir. Weil für ihn ist das viel Geld, wisst ihr, für uns ja nicht. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist alles einfach. Du hältst an, der kommt gleich, schaut sich das an und ist repariert. Ich bin glücklich, er ist glücklich und ich kann jetzt einfach weiterfahren. So, Freunde, wir sind auf dem Weg jetzt gerade auf der Autobahn nach Teheran. Und ja, ich habe jetzt das Auto genommen. Es ist zum Beispiel so eine persische Marke, ja, Samant heißt das. Und ich glaube, alles sind auf jeden Fall 4 Zylinder Benziner. Und ja, um die, boah, also ich habe keine Ahnung, wie viel PS die wirklich haben, aber 80 PS, sowas, ihr seht es jetzt gerade, ich war 100, ich bin im letzten Gang und bei 3000 Umdrehungen. Also, wenn er überhaupt 80 PS hat, ja, und sonst ausstattungstechnisch, Alter, die haben gar nichts, Stoffsitze und so weiter, eine Klimaanlage, aber wenn die läuft, dann marschiert der Wagen wirklich auch viel, viel langsamer. Schaut, man fährt hier einfach, wenn es die Situation erlaubt, überholt man einfach von rechts. Interessiert hier absolut niemanden, keiner zeigt dir den Vogel, keiner schaut dich schief an. Junge, es ist einfach so geil. Es ist so das, genau das Gegenbeispiel zu dem, was wir hier in Deutschland, Österreich und so weiter haben. Es ist genau das Gegenteil. Das ist das, was ich meinte, also die Tankstelle ist bummvoll, die Leute stehen in der Schlange. Aber das ist immer noch nicht der Peak, also es geht noch viel, viel mehr. Normal stehen die Autos bis hier ganz nach hinten. Ja, weil alle wollen tanken, Alter. 3 Cent pro Liter, Alter. 3 Cent. Und so geht man in Teheran über die Straße. Meine Damen und Herren, wir sind da hinter mir, der Azadi Tower. Azadi, was steht das denn überhaupt? Azadi steht für Freiheit. Und das alles wurde hier gebaut von dem letzten König von Iran zum Jubiläum 2500 Jahre Persisches Reich. Die Fertigstellung war ungefähr 1972, wenn mich nicht alles täuscht, oder 1971. Und ja, soll Freiheit symbolisieren. Ja, das, wovon dieses Land hier eigentlich aktuell sehr wenig sieht. Und das ist immer ein sehr, sehr schöner Ort, immer auch sehr, ja wie sagt man, sehr schön rundherum, die Wiesen und so weiter. Man kann hier wirklich schön entspannen und es ist wirklich ein Denkmal, eine Sehenswürdigkeit von Teheran. Ja, jetzt wollte ich ein geiles Foto von dem Teil da machen, rutsche ich hier ab mit meinem ganzen Schuh hier in den Schlamm hinein. Gut, jetzt haben wir eine bisschen bessere Position. Wir stehen jetzt vor dem Tower und ich muss sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, weil wir haben ja auch einige Touristen am Start. Normalerweise sieht man in Iran wirklich kaum Touristen, aber natürlich bei den Sehenswürdigkeitsspots ein paar, nicht viele, aber ein paar sind da. Hoffentlich ändert sich das irgendwann und die Leute sind ein bisschen offener für die Länder, weil ja, ihr wisst, dass die meisten Leute haben halt einfach Angst, hierher zu reisen. Wir sind jetzt on top vom Azadi Tower. Ich habe mir so ein Ticket geholt fürs Museum. 50.000 Rial, Alter, 1 Euro, das musste einfach sein. Hab mir das Ticket geholt und jetzt sind wir hier ganz oben. Und hier hat man wirklich eine mega, mega geile Sicht. Da vorne landet gerade ein Flugzeug. Keine Ahnung, ob man das jetzt so gut im Video sieht. Aber man hat eine komplette Rundumsicht um Teheran. Hier vorne seht ihr die ganzen Berge und so. In diesem Museum sieht man jetzt auch überall hier Bilder ausgängig. Hier sieht man zum Beispiel, wie sie früher aussah auf der Saadi Street 1951. Das ist schon krass, Alter, wie modern Iran war und das Land. Und das sind alles jetzt einfach nur mehr Erinnerungen. Bam, Jungs, ein BMW 30 als Limousine. Junge, Junge, Junge. Genau sowas meine ich. Hier funktionieren gar nicht die Lichter, da klappert es, da vorne leuchten sie irgendwie. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. So, meine Freunde, einen Tag später, die Hochzeit ist vorbei. Sie war auf jeden Fall ein geiler Erfolg, richtig geiler Abend. Ich konnte leider sehr wenig filmen, weil es könnte ja sein, wir befinden uns ja in einer islamischen Republik, es könnte ja sein,
dass dort Männer mit Frauen tanzen und Frauen ohne Kopftücher sind, was natürlich nicht der Fall war, aber es könnte ja sein. Und dadurch ist Filmen verboten, damit man ja nicht solche Sachen eventuell filmt, die natürlich aber nicht dort stattgefunden haben. Ja, klar und deutlich gesagt. Deshalb konnte man dort leider nicht so viel filmen und ich konnte ich nicht so sehr mitnehmen, wie ich es eigentlich vorhatte. Leider. Auch wieder so ein Punkt, den es eigentlich nur in diesem Land gibt. Nichtsdestotrotz würde ich dieses Video jetzt an dieser Stelle beenden und bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, was ihr wollt, denn es geht jetzt nämlich weiter. Das war jetzt der erste Teil vom Iran-Vlog, von der Iran-Reise. Ein kleiner Einblick die ersten paar Tage und jetzt geht's richtig ab, denn ab morgen machen wir einen Roadtrip. Denn ich habe mir jetzt einen fetten Wagen geklärt, einen Toyota Land Cruiser, wirklich perfekt für dieses Land, passend wie die Faust aufs Auge, Alter. Passt dieser Wagen perfekt in diese Stadt, in dieses Land, einfach in diese Vibes hinein, so ein fetter Land Cruiser, ihr wisst, Wüstenauto und so weiter und hier jetzt im Middle East am Start, denn morgen geht's nach Isfahan, eine sehr, sehr schöne Stadt, 3-4 Stunden Fahrt, Roadtrip mache ich dann, extra Vlog, wird richtig geil, wir gehen auch auf den Wagen ein, also checkt auf jeden Fall auch das nächste Video ab, abonniert den Kanal natürlich und ja, Freunde, bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein, ciao, ciao.